So, da bin ich wieder. Und wir hauen uns jetzt aufs Ohr. Ganz woanders. Ja, es sieht sehr woanders aus hier. Nochmal aufs Ohr gehen. Ein Besuch des Outsiders. Irgendwas stimmt nicht. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ein Schiff. Boot. Hallo, Corvo. Dein Leben ist aus den Fugen geraten, nicht wahr? Ein Die bisschen. Kaiserin ist tot. Ihre kostbare Tochter Emily irgendwo in der Stadt verschollen. Und du wirst in den kommenden Tagen eine entscheidende Rolle spielen. Dafür habe ich dich ausgewählt und in das große Nichts gebracht. Ich bin der Outsider. Und das mein Zeichen. Es gibt Kräfte in und außerhalb der Welt. Gewaltige Kräfte, die die Menschen Magie nennen. Und nun werden diese Kräfte sich deinem Willen unterwerfen. Nutze diese neu entdeckte Kraft. Mein Geschenk an dich. Komm, finde mich. So. Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Gibt's hier irgendwas? Eine Fahne, die ihm nichts weht. Ich glaube, wir sollten den Weg hier nehmen. Unsere geliebte Kaiserin. Du kannst sie nicht retten, du kannst sie nicht retten. Corvo, ich bin sehr traurig. Sie sagen, du wärst tot. So wie Mutter. Aber ich werde diesen Brief in eine Flasche stecken und in den Fluss werfen, weil ich ihnen nicht glaube. Hier zu wohnen ist sehr seltsam. Es gefällt mir nicht. Also komm so schnell du kannst und hol mich. Die sehen wirklich sehr gruselig aus, die beiden. So vielleicht. Der ist doch der Meisterspion, oder? Ja, ich glaube schon. Und jetzt stehe ich aus dem Kopf. Nee, nee, nee. Das bringt mir offenbar nichts. Sehe ich das gerade richtig? Die schießen mit Raketen auf unbewaffnete Zivilisten. Sehr männlich, muss man schon mal sagen. Ja, das habe ich mittlerweile schon rausgefunden, was du mir da als Tooltippen zeigst. In den kommenden Tagen stehen dir große Prüfungen bevor, Corvo. Suche an den einsamen Orten deiner Welt und an den Schrein mir zu Ehren.
nach den Runen, die mein Zeichen tragen. Diese Runen verleihen dir Kräfte, die die anderer Männer bei weitem übertreffen. Um dir bei der Suche nach diesen Runen zu helfen, gebe ich dir dies. Das Herz eines lebenden Wesens, geformt von meinen Händen. Dieses Herz offenbart dir viele Geheimnisse und wird dich zu meinen Runen führen, wie gut sie auch versteckt sein mögen. Nun leihe dem Herzen dein Ohr und finde eine weitere Rune. Ist das nicht die Stimme der Kaiserin gewesen? Zeit ist hier bedeutungslos. Doch, ist es. Weder Sekunden noch Jahrhunderte zählen. Alter, wie schräg ist das denn? Warum hat das Herz die Stimme der Kaiserin? Vor allen Dingen, er hat doch gesagt, eines lebenden Menschen, und die Kaiserin ist doch tot. Aber viel verstörender finde ich. Warum das die Stimme der Kaiserin ist? Ja, nicht so weit. Jetzt fällt es mir erst auf, das Gebäude kommt mir doch bekannt vor. Das ist doch das Gebäude von, was bei uns in Hornspitz Pub steht. Warum? Hier rüber, hallo? Autsch. War tiefer als ich dachte. Natürlich ist das das Gebäude. Aber warum? Mit Gefühl. Ups. Na gut, nehmen wir die Rune. Wenn du ein paar Runen gesammelt hast, öffne das Tagebuch, um sie im Bereich Kräfte gegen Kräfte einzutauschen. Du kannst Runen sammeln und damit übernatürliche Kräfte zu erwerben. Was haben wir denn hier? Nachtsicht. Beherrschung 3. Nachtsicht ist nie verkehrt. Wie du mein Geschenk einsetzt, obliegt allein dir, so wie es jenen oblag, die vor dir kamen. Und nun bringe ich dich in deine Welt zurück. Doch wisse, dass ich dich mit großem Interesse beobachten werde. Mhm. Sammle erstmal alles ein.
Schon. Alter Schwede, wir haben's gelesen. Das Buch da drüben gelesen. Wir lesen es einfach nochmal. Ein bisschen doof. Ich würde es begrüßen, wenn Sachen, die wir in Anführungsstrichen gelesen haben, wenn die sich entsprechend, ich nenne es mal, auflösen würden. So dass man auch weiß, okay, das habe ich in Anführungsstrichen gelesen. Wir gehen mal darüber und schauen, ob es da irgendwas Neues gibt. Der war vorher nicht da. Elementares Rechnen. Geschichte der Inseln. Geografie der Inseln. Die sieben Gebote. Litanei der weißen Klippe. Die Sprichwörter des Aufsehers. Eines Tages bekommen wir neue Bücher. Das klang jetzt nicht nach Büchern. Das klang wie ein Satz Ideologie. Soll ich für Samuel ein Bett bereit machen? Wenn Sie wollen, aber er wird's nicht nutzen. Warum? Er sagt immer, er könne nicht mehr in normalen Betten schlafen. Sagt, er wäre zu lange in der Marine gewesen. Können Sie das glauben? Oh. Der Holzhaufen dort draußen? Eine Hütte, die er aus einem Ruderboot gebaut hat. Ich frage mich, wo Admiral Havelock all diese Leute auftreibt. Ich hatte einmal einen Seemann zum Freund. Er dachte, er könnte in den pandesianischen Klippen Gold finden. Nur sein Schiff trieb verlassen im Meer. Ich habe eine Weile an den Sitzungen der Aufseher teilgenommen. Aber die wurden immer, wie soll ich sagen, fanatischer, was die sieben Gebote, die Hexerei und all diesen Blödsinn angeht. Mhm. Der Admiral ist ein erfahrener Mann, nicht wahr? Vielleicht, keine Ahnung. Alle weinten an dem Tag, als sie vom Tod der Kaiserin hörten. Die Arme und ihre kleine Tochter vermisst. Also, der Admiral leidet sehr unter dem Ausschluss aus der Marine. Das war sein Leben, bis der Lordregent aufgetaucht ist. Jemand hat vor ein paar Nächten an die Eingangstür geklopft. Fast hätte sich Pendleton in die Hose gemacht. Oh, Entschuldigung. Was das kostet, den Wein für seine Lordschaft einzuschmuggeln. Dieser Wallace kann kochen, ohne Frage. Aber wie er mit uns redet, als wäre er selbst ein Lord. Wallace? Wer ist Wallace? Ich würde ein Jahr umsonst für Sie arbeiten, wenn Sie den Lordregenten vom Thron jagen würden. Alle Läden sind zu und Geschäfte sind überhaupt nicht mehr zu machen. Kaum jemand traut sich noch vor die Tür. Er ist ein Schandfleck für uns. Okay. Mehr gibt's hier offenbar nicht von der Frau zu hören. Schauen wir mal. Reden wir erstmal mit der hier. Guten Tag, Meister Corvo. Lydia und ich tauschen manchmal Aufgaben. Ich glaube, ich ziehe immer den Kürzeren. Sie ist nicht dumm. Heißt also dann, ich hoffe, der Dachboden gefällt Ihnen. Ich habe im Sommer selbst dort geschlafen. Naja, bisschen staubig. Vor ein paar Nächten habe ich aus Spaß an der Tür geklopft. Das fand keiner lustig. Du warst es. Meine Schwester hat neulich einen Sohn verloren, als sie sich gegen einen Offizier der Stadtwache verteidigte. Je schneller der Lordregent verschwindet, desto besser. Warten Sie nur ab. Eines Tages gehört mir das alles. Ich sehe es. Okay, wir gehen mal dann mit der auch nicht mehr quatschen. Na gut. Das ist ein neues Einbuch, Antrag hier. Corvo ist in guter Verfassung angekommen. Viel besser als erwartet. Schließlich war er im Gefängnis von Caldridge. Er scheint für uns arbeiten zu wollen und ist hoch motiviert. Er hat alles verloren. Wir werden sehen, wie er sich schlägt. Ich werde schauen, ob ich ihn persönlich testen kann. Aha. Das wäre so, die dann auch ab und zu mal durchhören. Weil da dann offenbar neue Sachen drin. Hätte ich beinahe gesagt, drinstehen, aber zu hören sind.
Das ist immer noch das Lied vom Walfänger. Da geht's in die Brauerei. Das haben wir ja schon. Hier würde sich mal ein Maler anbieten, wo der Maler frisch tapeziert. Lord Pendletons Erinnerung, Kapitel 27. Als ich 13 Jahre alt war, starb endlich meine verhasste Stiefmutter. Und Pendleton Hall war wieder friedlich. Auch wenn mein Vater zu diesem Zeitpunkt unter schweren Depressionen litt. In dieser heiklen Zeit trat Waverly Boyle in mein Leben. Sie, die mir noch ein Quell vieler zarter Erinnerungen sein wird. Mhm. Sind Sie ein Edelmann, Corvo? Niemand scheint Sie zu kennen. Aber ich denke, Sie sind es. Der Urgroßvater des Lords heiratete ein Zimmermädchen. Andererseits ist das kein gutes Vorbild. Selbst das nobelste Blut kann ab und zu verderben. Im Stammbaum der Pendletons gibt es tyvianisches Blut. Das ist das Schlimmste, was man sagen kann. Ich denke, das kam in den Brüdern ein wenig zum Vorschein. Aber Lord Travers Blut ist so rein wie das der Kaiserin selbst. Die Pendletons sind sehr reich. Doch Edelleute waren sie schon zuvor. Gerüchten zufolge sollen Sklaven in den Minen der Pendletons arbeiten. Ich selbst bin nie dort gewesen und möchte es auch nicht glauben. Angeblich hat Custis Pendleton einst eine unschickliche Bemerkung gegenüber der Kaiserin gemacht, worauf er von einem Staatsbankett entfernt wurde, ohne nach seinem Namen zu fragen. Sehr gut. Das scheint für den anderen nichts übrig zu haben, kann es sein? Die Seuche hat alles gesellschaftliches Leben zum Erliegen gebracht. Okay, das war's dann mit dem. Ah, hier waren wir schon. Das ist das Zimmerchen des Admirals. Ich wollte eigentlich gerade noch was anderes schauen. Geht's nochmal kurz hoch. So, gibt's hier irgendwo? Oh, da gibt's was. Da hinten. Verdammt, das wollte ich genau nicht. Ne, wir uns nachher irgendwo was zu futtern reinpfeifen. Na. Warum komme ich hier nicht raus? Was ist das hier? Letzter. Und wir haben eine weitere Rune. Kupfergauen. Einfach mal den Laden durchsuchen nach irgendwas zu essen, weil wir gerade so ungünstig aufgeschlagen sind. Achtung, Bürger von Dunwall. Die Flusskriege haben sich flussabwärts bis zur Flussmündung und dem überschwemmten Bezirk ausgebreitet. Versuchen Sie nicht, einen Flusskriecher zu töten oder sich ihm zu nähern. Alle Gegenstände, okay, die bei solchen Versuchen hoch gefunden werden, sind Eigentum der Regierung. Wo ging es denn jetzt hier lang, wo ich hin wollte? Ach, da oben. Irgendwie hin. Hier geht's auch noch wohin. Okay.
Vielleicht komme ich ja von hier aus daran, wo ich hin wollte. Wo ist denn das Ding jetzt? Über mir, glaube ich. Da ist es doch. Das her. Unsere Nachbarn machen schon wieder Party hier, alles ganze Haus scheppert und wackelt. Ne, haben wir immer noch nicht. Die Tür ist ab, das Fenster ist auch zu. Achtung, Bürger von Dunport. Versuchen Sie nicht, Freunde und Familienmitglieder zu beherbergen und zu pflegen, die Blutspuren im Gesicht und Brustbereich aufweisen. Die einzige Rettung... Wir haben noch Nachtsicht bekommen. Hilft uns das irgendwas? ...zu übergeben, die sie zur Behandlung in den überschwemmten Bezirk bringen wird. Ich teste das jetzt einfach mal. Okay, damit sehen wir schon mal das da. Aber irgendwie so Bonus-Items oder so, also so. Essen scheint man dann nicht zu sehen. Office? Achso, sein Office. Werkstattschlüssel ist nie verkehrt. Ups, Entschuldigung. So, wir haben doch hier irgendwas bekommen. Beherrschung kostet uns 3 Runen. Okay. Was haben wir denn da alles? Fangen wir mal ganz unten an. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Das klingt lustig. Das klingt auch gut. Weniger Schaden klingt auch gut. Das klingt auch gut. Ich will keine Ratten essen. Dass sie mich nicht angreifen, finde ich gut. Das passt auch. Jetzt habe ich noch ein bisschen was frei. War das hier? Da ist nicht so springend. Tauchen tun wir, glaube ich, nicht, oder? Also, wir haben jetzt schon alle eingesetzt. Okay. Ja, Schmarrn, das wollte ich gar nicht. Ich wollte mit. Havelock kam vorhin vorbei. Hab vergessen, was er wollte. Was kann ich für Sie tun? Ja, zeig mal, was du so hast. Das klingt doch schon mal ganz gut hier. Die Rune nehmen wir auch mal mit. Die Artefaktkapazität klingt auch nicht verkehrt. Das klingt auch nicht schlecht. Ich glaube, wir heben mal ein bisschen Cash einfach mal ein bisschen auf. Oder? Kann ja nicht schaden. Lebt ein Teil der Seele im Herzen. Wenn das Herz weiterschlägt, wird dann der Geist nie ins Jenseits gelangen. Ich kann ein Herz mit Hilfe von Elektrizität für immer schlagen lassen. Aber was bedeutet das für die darin gefangene Seele? Es wäre einfacher, wenn ich darüber nicht zu nachtschlafender Zeit nachgrübeln würde. Ich gehe nur ungern Gedankengängen nach, die einem Traum entspringen. Aha.
Wollte gerade mal was gucken, weil wir haben doch. Achso, Beherrschung kostet das Zeit verlangsamt, ist das die Schwabe. Ich würde gern das da noch nehmen, aber das geht aktuell noch nicht. Dann gehen wir mal hier ins Pub. Vielleicht haben wir ja Glück und... Nö. Warum gibt es in einem kompletten Pub nichts zu futtern? Ist ja schräg. Gut. Dann legen wir los. Zuerst einmal, ich weiß, Attentate sind ein schmutziges Geschäft. Ja, schon das. Aber manchmal müssen gute Männer schlechte Dinge tun, um die Welt zu retten. Mhm. Unser Ziel steht fest. Wir wollen die Linie der Kaiserin wiederherstellen, Emily Caldwin finden und auf den Thron setzen. Um das zu erreichen, arbeiten wir im Verborgenen. Nehmen Sie auseinander, einen nach dem anderen. Heute Abend stirbt Oberaufseher Campbell durch Ihre Hand. Das wird nicht einfach. Er wird von seinen Aufsehern geschützt, einer Armee religiöser Fanatiker. Aber wenn es jemand schaffen kann, dann Sie. Ihre Taten sind legendär. Campbell trägt ein Tagebuch mit sich. Wenn Sie ihn erledigt haben, schnappen Sie es sich. Wir glauben, es wird uns Emilys Aufenthaltsort verraten. Sie lebendig zu finden, ist unser oberstes Ziel. Das wäre alles. Verlieren Sie unser Ziel nicht aus den Augen und schlagen Sie zu. Wir zählen auf Sie. Und noch was. Campbell hält einen ehemaligen Aufseher namens Martin gefangen. Er ist einer von uns. Wenn Sie ihn finden sollten, helfen Sie ihm, wo Sie nur können. Er ist ein Meister der Strategie und wurde bei der Arbeit für uns geschnappt. Es wäre gut, ihn wieder hier zu haben. Na, dann schauen wir doch mal, ob wir den auch zu uns bekommen. Wie du schon sagst, könnte hilfreich sein. Was hast du denn noch zu quasseln? Hm? Der vorzügliche Tollboy. Gut, dass Sie ausgeruht sind, Corvo. Das wird helfen. Vielleicht. Was für eine interessante Tätowierung auf Ihrer Hand. In der Marine habe ich viele gesehen, aber keine wie Ihre. Ja, die ist auch ganz neu. Achten Sie auf Martin. Ich brauche ihn, wenn wir es schaffen wollen. Oberaufseher Campbell hat seine Position mit Gewalt und Tricks erreicht. Der Mann ist absolut korrupt. Die Stadtwache und die Aufseher hassen einander. Das Militär passt nicht zu religiösen Fanatikern. Das könnte ihnen nutzen. Nervös? Ich wär's. Heute beginnt ein neues Leben für sie. Aber sie töten für eine gerechte Sache. Oberaufseher Campbell ist ein Bastard und wir müssen Emily finden. Die Aufseher sind eine seltsame Gruppe, besessen von den sieben Geboten und immer auf der Jagd nach Ketzern. Ich glaube nicht an diesen Hexenkram, aber auf See sieht man komische Dinge. Hm. Mit dir kann ich nicht mehr palavern. Gut, schauen wir mal, was haben wir hier? Und das ist noch. Corvo, hallo. Ich heiße Callista und arbeite für Admiral Havelock. Entschuldige, dass ich frage, aber es ist wichtig. Ich vermute, Sie werden den Oberaufseher töten. Diesen elenden Wicht. Ja. Ich weiß, Sie haben Besseres zu tun, als mir zuzuhören. Doch mein Onkel, Jeff Kernow, dient immer noch als Hauptmann der Stadtwache. Aber er ist ein guter Mann und mein einziger Verwandter. In unseren Kreisen erzählt man sich, dass Campbell soeben ein seltenes Gift erhalten hat. Und ich glaube, ich kenne den Grund. Mein Onkel ist nicht korrupt wie alle anderen. Und deswegen will Campbell ihn vergiften. Könnten Sie ihn beschützen? Das machten Sie doch. Vor Ihrer derzeitigen Beschäftigung. Als Attentäter. Wir versuchen unser Möglichstes. Ich kann aber nichts versprechen. Weil irgendwie habe ich so ein Talent, die Leute dann schlussendlich doch umzulegen. Ohne das eigentlich wirklich zu wollen.
Von daher, ich versuch's einfach mal.